Grillsticker. Nur zur Info. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem Video hier auf diesem Kanal, meine Freunde. Heute gibt es mal wieder ein paar Fragen von euch, denn ihr habt mir wieder auf Instagram welche gestellt. Falls ihr da draußen, ihr kleinen Schlingel, die das Video gerade gucken, beim nächsten Format-Video dabei sein wollt, dann geht jetzt auf mein Instagram, geht in meine Story rein und stellt eine Frage in diesem Fragenmodul. Ich hoffe, da habe ich ein Fragenmodul am Start. Wenn nicht, wartet einfach kurz. Und ja, Freunde, bevor ich jetzt die erste Frage beantworte, ist es für euch Zeit, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke einzuschalten, damit ihr hier kein Video verpasst, Freunde, denn hier kommt jetzt jeden zweiten Tag oder sowas ein Video. Ich will jetzt hier durchhasseln. Deswegen, Freunde, liebe Grüße aus, ja, what the fuck. So, die erste Frage kommt von Bent.Miller, also steht M-L-L-R, ich weiß nicht, Leute, holt euch mal einen geilen Instagram-Namen. Gehst du oft mit deinem Pferd reiten? Also ich gehe das ein oder andere Mal schon mit meinem Pferd reiten. Es ist meistens, wenn ich Zeitung austragen muss, dann habe ich es halt im Galopp dabei. Ab und an gehe ich auch mal so raus, wenn ich halt, keine Ahnung, nichts Besseres zu tun habe, gehe ich mal kurz raus oder sowas, gehe ein bisschen durch den Wald spazieren. Aber ansonsten, es kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich mit meinem Pferd reiten gehe. Aber ansonsten, ja, ab und zu mal kommt das auf jeden Fall mal vor. Ja, genau dazu, Freunde. Pferd ist am Start, ich bin am Start. Ich werde jetzt mein Video cutten, ihr seid am Start. Yeah, und aufs Bettchen. Wuhu. Sehr, sehr geile Frage. I am Zecker, beschreibe deinen perfekten Tag. Mein perfekter Tag ist, wenn ich, okay, warte, ich kann mal ein paar Sachen aufzählen. Auf jeden Fall nicht in die Schule gehen, zum Friseur gehen, geil essen, geilen Film, Shisha rauchen. Ja, keine Ahnung, Mann. Halt, wenn man halt einen geilen Tag hat. Wenn ich mich ins Bett lege und denke, ey, Digga, heute war ein Baba-Tag. Und manchmal ist es auch, Digga, heute war ein beschissener Tag, aber ist ja unterschiedlich, Freunde. Dann eine Frage von dem lieben Luis.de05. Wie verdienst du dein Geld? Freunde, mir geht's echt auf den Semmel. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, wie oft ich mein Geld verdiene. Ich sag's jetzt nochmal, Freunde. Dadurch, dass ich YouTube mache, habe ich halt die Möglichkeit, oder halt auch bei Instagram, dass ich von Marken Geld bekomme und dafür deren Sachen promote. Das heißt, ich muss mir oftmals nicht krass Klamotten kaufen, weil ich halt auch Klamotten zugeschickt bekomme. Und von den Marken kriege ich halt auch ab und zu mal Geld. Dann verdient man halt durch YouTube. Dann verdient man natürlich auch durch YouTube ein bisschen Geld, dann durch Twitch verdient man ein bisschen Geld, dann kriegt Taschengeld. Da kommt eins auf anderen, Freunde, ich gehe Zeitung austragen, also da kommt schon immer mal was im Monat zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, also ich bin jetzt nicht mit 2000 Euro im Monat dabei, ne, aber ich komme damit auf jeden Fall klar, deswegen so earn ich mein Money. Dann, Freunde, eine englische Frage, die nehmen wir auf jeden Fall mit rein, und zwar, do you have a big or a small family? Ich würde sagen, eine small family, also ich habe eine Mutter, einen Vater und einen Bruder. Aber hier im Hause, also wir haben ein Haus hier in meiner Hood und da lebe ich tatsächlich nur mit meinem Bruder und meinem Vater drin. Muss aber sagen, es läuft gut, wir sind eine reine Männerwohnung. Ist ja, ja, moin. Wir sind ein reines Männerhaus und wir behandeln uns, ach komm, lassen wir das, Freunde, Männerhaus hier, ganz einfach. Dann fragt der liebe Jerry-FSR, was gibst du so durchschnittlich an Geld für Klamotten aus im Monat? Ey, ist auch wieder eine, ey. Also klar, ist eine interessante Frage und so wird mich vielleicht auch bei den einen oder anderen interessieren, aber ich weiß nicht, ob ihr irgendwie denkt, dass ich meine Belege aufbewahre und meine Buchführung hier zu Hause starte und mir jeden Monat aufschreibe, was ich ausgebe. Ich würde mal grob schätzen, vielleicht 400 Euro, manchmal auch 100 Euro, manchmal gar nichts, manchmal vielleicht 700 Euro, es ist komplett unterschiedlich, ich kann es wirklich nicht sagen, Digga. So, Freunde, dann von Unterstrich Luis Hartmann, wann bist du mal live auf YouTube, Digga? Ey, Mann, Sache mal. Er fragt, ob ich live auf YouTube bin. Freunde, ich livestreame nicht auf YouTube. Ich livestreame auf Twitch. Da heiße ich Kavi Kaido. Das ist der legendärste Twitch-Kanal, Jungs. Wir hatten letztens wieder einen geilen Shopping-Stream. Und jetzt werde ich hier gefragt, ob ich auf YouTube stream. Oh, geile Frage. Quick Schmidt fragt. Quick Schmidt, ey, cooler Name. Favorite Song zurzeit. Mein Favorite Song ist zurzeit nur zur Info von UFO361. Ich bin richtig hyped auf Rich Rich. Ich kann den Text nicht, aber dann so. Nur zur Info. Und dann. Feier ich voll das Lied. Ey, mein Handy fällt jetzt am Zehen. So, Freunde, wir machen es nochmal ganz schnell. Hier nochmal eine Frage von Philipp.dhr. Wann hast du dein erstes Video gemacht? Mein erstes Video kam 2016 im November, also Ende 2016. Oh, nice Frage. Hypedixlin fragt, was sind deine Fashion-No-Gos für 2020? Freunde, ich kann nur dran appellieren. Das ist ein Tipp von meiner Seite. Ihr müsst den nicht umsetzen. An alle, die sowas haben, fühlt euch nicht angegriffen, ist meine Meinung. Diese Leute, die im Jahr 2020 eine Handyhülle haben, wo man das so klappen kann, wo du hier so deine Karten reinmachst und dann klappst du das so um und dann hältst du das so und dann labert das hier rum. Ich pack's nicht, Digga.
Ich pack es nicht. Nur meine Meinung. Alles cool. Und Freunde, das soll es soweit auch schon heute wieder mit diesem kleinen Fragenformat gewesen sein. Wie gesagt, nicht viele Fragen. Ich bitte euch, schreibt kreative, geile Fragen in mein Instagram-Dings da rein, in meine Story. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.